Es fließt literweise Bier. Es wird auf den Bänken getanzt und sie hat ihr bestes Dirndl ausgepackt. Das war ziemlich teuer. Herzlich willkommen auf dem... Ja, hier sieht es zwar aus wie auf dem Münchner Oktoberfest, in Wahrheit sind wir aber in Madrid, genauer gesagt im Viertel Vallecas. In diesem Jahr Halbzelt findet zum sechsten Mal eine Kopie des deutschen Kulturguts statt. Und darauf ist der spanische Gandalf, aka Veranstalter Eric Cohn, sehr stolz. Das erste Mal hatten wir in einer kleinen Seitenstraße nur ein paar Bierbänke aufgestellt und haben da Party gemacht. Es wird jedes Jahr größer und größer. Ihr werdet es später sehen, wenn es richtig voll wird. Wir sind gespannt, wovon es für die feierwütige Nachbarschaft auf jeden Fall genug gibt. Bier, frisch eingeflogen aus Bayern. Das ist unser Darkroom, wo die ganze Magie passiert. Insgesamt 300 Fässer, also 3000 Liter Bier, stehen für den heutigen Abend bereit. Original Maßkrüge inklusive. Markus Englert hat die große Ehre, den Anstich zu machen. Im Ausland ist es halt meistens so, die Zuschauer wollen, dass es spritzt und dass so viel wie möglich Leute nass werden. Na, immerhin eine kleine Fontäne. Wie das deutsche Bier bei den spanischen Wiesenfans ankommt? Gleich, denn zur Cerveza gehören auch typische Speisen. Vom Striezel zur Schweinshaxen bis hin zur, Achtung, Brezel ist alles vertreten. Den Oberfranken Mario hat es vor über 10 Jahren nach Madrid verschlagen. Heute packt er in seinem Foodtruck alte Familienrezepte aus. Wir machen hier unseren Strudel, der ist von meiner Mutter Heidi. Dann haben wir die Würstchen, das ist von meinem Uropa Karl. Zwei Stände weiter, dann der Kulturschock. Hamburger als deutsche Spezialität, weil eine Frikadelle dazwischen steckt. Und was hat es mit der Salsa Munich auf sich? Da ist Barbecue, Ketchup, Mayonnaise und Senf drin. Weil es typisch für München ist. Das ist die Soße, die sie da machen. Also diese Münchner Soße ist uns zwar nicht bekannt, aber Hauptsache es schmeckt. Madrid ist nämlich nicht die einzige Stadt, die das Oktoberfest nachahmt. Über 2000 Kopien soll es weltweit inzwischen geben. Das Qingdao International Beer Festival in China ist mit 4 Millionen Besuchern nach dem Original das zweitgrößte Volksfest und es steht ganze 4 Wochen lang. Allein in den USA gibt es über 100 Wiesenversionen. Und die skurrilste ist wohl diese hier. In Cincinnati liefern sich Dackel in Hotdog-Kostümen ein Wettrennen. Da geht es zurück in Spanien, im Vergleich sehr traditionell zu. Raquel hat sich sogar extra ins Dirndl geschmissen, als Einzige. Vor 2 Jahren waren wir auf dem Oktoberfest in München und da habe ich es gekauft. Und wie viel hat die Deutschlandliebhaberin dafür hingeblättert? Das war ziemlich teuer. Ich würde sagen, so um die 80, 90 Euro. Naja, ein traditionelles Dirndl kann gerne mal das Zehnfache kosten. Apropos Preise, hier kostet eine Maß original deutsches Bier 12 Euro. Weiß Studentin Erika aus Madrid, was man dafür in München zahlen würde? Um die 10 Euro? 15. Was, 15 Euro für eine Maß? Ich dachte schon, hier wäre es teuer. Mein Gott. Hier ist expensive. Oh mein Gott. Die große Frage, schmeckt das deutsche oder das spanische Bier besser? Es schmeckt sehr gut. Aber ich mag das spanische Bier lieber. Das ist das typische Bier aus Madrid, das wir trinken. In der Uni, in Bars. Dahorm ist dahorm. Darum geht es doch am Ende auch beim Oktoberfest. Und zwar überall.